Ich würde gerne mit euch ein kleines Projekt starten, und zwar eine Sammlung von euren liebsten Online-Shops, wo ihr euren ganzen Schminkkram bestellt. Ich hatte mir das so überlegt, dass ich in der Infobox, wenn ich irgendwas Neues finde, da immer fleißig die Links reinpacke und dass ihr, wenn ihr so nett seid und ohne euch ja, wäre das Ganze ein bisschen witzlos, dass ihr in den Kommentaren immer fleißig reinhämmert, wenn ihr einen neuen Shop entdeckt habt oder einen habt, bei dem ihr regelmäßig bestellt und mit dem ihr zufrieden seid, den ihr halt empfehlen könnt. Und was natürlich noch besser wäre, wenn es zum Beispiel irgendwelche Aktionen gibt. Also wenn es irgendwas ganz Kurzfristiges ist, von wegen nur heute. Ja, obwohl auch das könnte man ja versuchen. Vielleicht guckt ihr jemand rein. Aber ansonsten, wenn ihr eben wisst, das, keine Ahnung, wieder irgendwo ein Sale angekündigt wird, wo man eine Woche lang Zeit hat, irgendwas mit günstig Prozenten oder so abzustauben oder dass es irgendwelche Coupons gibt und so weiter und so fort. Ja, dann dachte ich mir, dass ihr das vielleicht einfach in die Kommentare reinhaut und ja, das macht für uns alle das Leben schöner, hoffe ich zumindest. Ich habe bis jetzt eigentlich schon eine ganze Menge an Links zusammen. Allerdings sind da auch viele Shops dabei, muss ich sagen, wo ich selber noch nicht bestellt habe. Über die bin ich einfach nur gestolpert, weil ich irgendwas Bestimmtes gesucht habe und dann zum Beispiel das Angebot ganz interessant fand, was sie hatten. Das sind dann in der Regel auch immer Shops, beziehungsweise nee, sind eigentlich nur Shops, die auch wirklich nach Deutschland liefern. Also es wäre ja ein bisschen blöd, wenn man da jetzt irgendwas verlinken würde, wo wir dann nachher wieder nur Windows-Shopping machen können. Das, ja. Es sei denn, irgendeiner von euch hat eine Großtante in USA, die so nett wäre, uns den ganzen Kram dann hierher zu schicken. Aber davon gehe ich jetzt mal eher nicht aus. Apropos herschicken, vielleicht könnten wir ja auch sowas wie eine Art kleine Sammelbestellungsbörse draus machen oder so. Von wegen, hallo, ich wohne im Übrigen in Berlin und habe vor, nächste Woche bei, keine Ahnung, All Cosmetic USA zu bestellen. Möchte jemand mitbestellen, dann teilen wir uns die Versandkosten. Irgend sowas in der Art. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Ja, ich würde sagen, ich mache einfach mal den Anfang und zähle euch so aus dem FF die Shops auf, die mir einfallen. Also viel bestellt habe ich in der letzten Zeit, falls euch das entgangen sein sollte, bei lookfantastic.com. Die sind, oder UK.com? Egal, also ignoriert einfach die Webseiten, die ich ansage und guckt in die Anmerkungen bzw. unten in die Infobox, da sind dann auf jeden Fall die korrekten Links drin. Also bei Lookfantastic, da lohnt es sich auf jeden Fall regelmäßig reinzugucken. Die haben momentan, glaube ich, auch gerade wieder eine Aktion, irgendwas mit 4 Pfund Rabatt, lalala. Kleiner Tipp, wenn ihr bei Lookfantastic auf die Webseite geht, dann poppt doch da mal so ein schickes Feld auf von wegen bestell den Newsletter lalala und bekomme irgendwie 5 Pfund auf deine erste Bestellung. Ihr könnt da tatsächlich verschiedene E-Mail-Adressen reinhauen, die sollten natürlich gültig sein, weil ansonsten bekommt ihr ja diesen Coupon nicht, weil das System erkennt offensichtlich nicht, ob ihr schon mal so einen Coupon eingelöst habt oder nicht. Habe ich gerade erst ausprobiert, ich gebe es ja zu, und habe da die Urban Decay Naked Palette bestellt. Die kam da 35 Pfund regulär, abzüglich der 5 Pfund halt nur noch 30 Pfund, und da die auch versandkostenfrei liefern, denke ich mal, ist das echt ein guter Kurs. Die kostet ja, glaube ich, sonst in USA 45 Dollar. Ja. Also ungefähr das gleiche in Grün. Mit anderen Worten, ja, wieder ein bisschen Geld gespart. Und Feel Unique bietet auch sowas an. Warte mal, Feel Unique bietet an, dass der Neu... Ach genau, Feel Unique bietet an, wirbt einen Neukunden. Der Neukunde bekommt 10% bei der Bestellung und wenn er bestellt hat, bekommst du von Feel Unique dann einen Gutscheincode zugeschickt über, ich glaube, es sind auch 5 Pfund. Doch, ja, aber ich gucke auf jeden Fall nochmal nach. Achso, kleiner Hinweis zu dem Lookfantastic Voucher. Einziger Haken an der Sache ist, also dieser von wegen... du bekommst als Newsletter-Abonnent 5 Pfund. Dieser Gutschein muss innerhalb von 7 Tagen nach Zusendung der E-Mail eingelöst werden. Also sprich, nicht einfach die E-Mail-Adresse reinhämmern und sich dann in 14 Tagen irgendwas aussuchen, sondern, also ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe die Naked-Palette gesehen, also dass sie halt wieder reinbekommen haben, und habe dann eben gleich Newsletter-Krempel bestellt über eine andere E-Mail-Adresse und habe den Voucher sofort eingelöst. Also da müsst ihr dran denken, weil, ja, doch genau, ich glaube beim ersten Mal habe ich nämlich gepennt. Ja,
Ja, richtig, genau. Beim ersten Mal hatte ich irgendwie, habe ich es einfach überlesen. Es steht, glaube ich, dann nur unten irgendwo in der E-Mail relativ klein drin, von wegen ist halt nur gültig 7 Tage nach Erhalt der E-Mail. Ja, das war dann eben zu spät. Egal, also das als kleiner Tipp. Und wie gesagt, bei Feel Unique ist es so, dass der Neukunde, der bestellt, 10% bekommt auf seine ganze Bestellung und ihr bekommt eben nach dem abgeschlossenen Kaufvorgang, ein paar Tage später war das, glaube ich, bekommt ihr dann, wie gesagt, so einen 5-Pfund-Voucher. Ja. Achso, ja klar. Beim Shop von Marlina, also Makeupgeek.com, da habe ich meine Blush-Palette bestellt. Da habe ich so eine 60, 80 Lidschattenpalette. Also ihr kennt diese Paletten da mit den mini kleinen Lidschatten so zum Testen. Die habe ich da bestellt. Ich glaube, zwei Pinsel hatte ich bei ihr auch bestellt. Dieser Creasebrush, da gab es auch neulich ein Video von ihr darüber. Der ist auch sehr gut. Da waren die Versandkosten auch okay, muss ich sagen. Bei All Cosmetic Wholesale, da hüpfe ich ja schon seit ein paar Tagen so um ein paar Blushes rum. Und was habe ich noch gesehen? So einen schicken Lidschatten und eine schicke Lidschattenpalette von Lancôme. Und ja, ich komme mich bis jetzt noch nicht durchringen. Das Angebot ist ja immer ganz toll, aber die Versandkosten sind halt nicht ohne. Also ich glaube, wenn du irgendwie so 4 oder 5 Artikel hast, also ich spreche jetzt nicht mal von Gesichtspflege oder so, also wo man dann eben größere Flaschen hat, die mehr wiegen logischerweise, sondern halt wirklich auch, wenn du so Kleinkram hast, irgendwie so Lidschatten-Refills, die man ja eigentlich nicht jetzt großartig, finde ich, in ein Paket oder irgendwas stopfen muss. Ich glaube, das waren dann trotz allem immer so zwischen 15 und 22 Dollar Versandkosten. Ja. Muss man halt gucken. Also da lohnt es sich dann fast schon wirklich mehr zu bestellen, weil ich habe dann mal so testweise noch ein paar Sachen mehr in den Warenkorb gehauen und es hat sich halt nicht mehr geändert. Also sprich 22 war dann wahrscheinlich irgendwie so das obere Ende der Skala. Und deswegen überlege ich noch, ob ich eben noch so ein bisschen durch den Shop trüffel und wenn ich wieder irgendwas anderes entdecke, das dann noch mit in den Warenkorb schmeiße. Irgendwie wurde der bis jetzt auch nicht gelöscht, weil ich habe sie, glaube ich, die letzten 3 Abende war ich da auf der Seite unterwegs und habe immer mal wieder geguckt und die Seite dann halt einfach zugemacht, wenn ich irgendwie fertig war mit Surfen. Und ja, jedes Mal, wenn ich mich da wieder neu reinklinke, dann sind meine Sachen immer noch im Warenkorb. Auch ganz gut ist meine persönliche kleine Reservierungsliste. Dann gehen sie mir wenigstens nicht flöten. Ja, also auf der Seite kann man ziemlich viel entdecken, habe ich so festgestellt. Also zum Beispiel Nyx haben wir jetzt auch da und Mac ganz viel, auch viel Sachen, die eben aus dem Verkauf genommen wurden, also diese Discontinued, meistens LE-Kram oder so, denen dann allerdings auch, würde ich jetzt mal darauf tippen, zu ja doch etwas höheren Preisen. Also wahrscheinlich so, als würdet ihr bei eBay auf die Jagd gehen und ich glaube, so im Schnitt zu dem Mac US-Shop sind sie auch nicht wirklich günstiger. Ist dann halt immer noch ein Rechenexempel. Also müsstet ihr dann wirklich mal gucken, ob ihr, wenn ihr die Versandkosten dann irgendwie mit einberechnet und den zurzeit auch recht guten Umrechnungskurs für uns, ob ihr dann eben günstiger fahrt, als wenn ihr hier die Sachen kauft. Für mich waren so ein paar Make-up-Sachen noch ganz interessant, wobei ich mich da echt zusammenreißen muss. Ich habe schon so viel Foundation im Kühlschrank stehen. Da ist bald kein Platz mehr für Lebensmittel und man müsste die Sachen ja auch mal irgendwann aufbrauchen, denn ist ja schade drum, aber trotzdem, es lacht einen immer wieder irgendwas Neues an, sowas wie diese Reisegrößen von der einen Bobbi Brown Foundation, die man ja eigentlich mal testen könnte und wo 15 Dollar ja auch nicht so viel Geld sind. Immer diese Versuchung, ganz furchtbar. Ja, den habe ich noch entdeckt, wo habe ich denn sonst noch geguckt? Ach ja, klar, Cherry Culture. Da habe ich auch schon mal bestellt. Versandkosten, glaube ich, genauso wie bei All Cosmetic Wholesale. Ich hatte da einmal bestellt, als sie so eine 20% Aktion hatten. Also da hat sich das nachher dann wieder gerechnet, wenn du eben wirklich viele Sachen bestellst, dann kamen die Versandkosten, genau. Also es war dann praktisch so, als hättest du versandkostenfrei die Sachen zugeschickt bekommen. Ich muss sagen, das Angebot ist ganz gut, aber mit dem Kundenservice war ich irgendwie nicht so ganz zufrieden. Kurze Geschichte, wie gesagt, ich habe die Sachen eben bestellt
Unter anderem auch eine Nix Foundation. Also erstmal hat es relativ lange gedauert, bis ich die Sachen bekommen habe. Gut, was ja auch nicht unbedingt an denen liegt, sondern keine Ahnung woran, ob das irgendwie von Staat zu Staat unterschiedlich ist. Also jedenfalls hatte ich schon Lieferfristen von 5 Tagen bis zu 6 Wochen. Also weiß ich nicht, die Sachen sind dann halt abgestempelt. Also es liegt nicht daran, dass es 3 Wochen bei denen rumlag, sondern es ist dann halt abgestempelt am meinetwegen 1.2. und wurde ausgeliefert hier irgendwann im April. Kann ja der Händler nichts für. Egal. Jedenfalls, wofür Cherry Culture was konnte, war, dass die Nix Foundation, die ich bestellt hatte, nicht mit im Paket war. Es gab allerdings auch keine Mitteilung, so von wegen wurde nachgeliefert oder irgendwas. Ja, dann hat man ja auch keine richtige Möglichkeit, die zu kontaktieren. Es gibt ja nur dieses Kontaktformular auf der Website. Da habe ich dann 3-mal einen freundlichen Text hingeschickt und es kam irgendwie keine Rückmeldung. Man hat sich erst angerührt, als ich immer freundlicherweise via PayPal gesagt habe, so, hallo, ich bin mit der Transaktion nicht einverstanden, weil da fehlte ja was und ich hätte doch gerne irgendwie eine Ersatzlieferung oder irgendwie eine Auszahlung. Ja, da hat man sich dann mal bequemt, mir irgendwie zu schreiben, dass die Foundation wohl gar nicht auf Lager ist und dass sie dann halt irgendwann mal nachgeschickt wird, ja. Und ich glaube, 3 Wochen später oder so habe ich sie dann auch bekommen. Ich habe noch so ein paar kleine Shops, sowas wie die Non-Parel Boutique heißt die, glaube ich, sitzt auch in den USA. Die haben zum Beispiel auch Wet n Wild im Programm und auch Nix im Programm. Die sah ganz nett aus, die Webseite. Das einzig Blöde bei der Bedienung ist, dass du, wenn, also dass Sachen nicht richtig als ausverkauft oder nicht verfügbar deklariert sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwie da ein Blatt siehst, was du toll findest und du willst es in den Warenkorb schubsen, möppt er dich dann an, dass halt ein Fehler aufgetreten ist und die Ware irgendwie nicht verfügbar ist und du möchtest doch dann, ja, bitte da nachfragen, ob es den Artikel noch gibt. Also das finde ich mal so ein bisschen, ich finde es ganz gut, wenn man halt auf die Seite guckt und dann ist es mir lieber, wenn mich da irgendwie ein Ausverkauft anblinkt, als dass ich irgendwie voller Freude denke, oh ja, da gibt es ja das, was ich schon so lange gesucht habe und dann klickst du es an und das ist ja irgendwie doof. Aber ansonsten, wie gesagt, machte die Seite einen ganz guten Eindruck. Was habe ich noch für eine gesehen? Eine, die heißt Brigitte's Boutique. Wie gesagt, ich verlinke euch dann alles. Da habe ich mir von Laura Geller mal eine Foundation bestellt. Das lief auch super. War unkompliziert. Ich glaube, die hat innerhalb von 14 Tagen geliefert. Achso, bei denen kannst du überall auch immer mit PayPal bezahlen. Finde ich auch ganz toll. Wenn irgendwie einer keine Lust hat, seine Kreditkartendaten anzugeben oder so oder keine hat. Weil bei PayPal kannst du ja auch ganz normal via Abbuchung vom Girokonto bezahlen. Ich glaube, das war es dann erstmal für heute. Ja. Das waren die, bei denen ich bis jetzt bestellt habe. Wie gesagt, ich habe halt noch eine ganze linke Liste so von Shops, die ich mal entdeckt habe, wo ich aber eben selber noch nicht bestellt habe. Sprich, da kann ich euch eben keine Empfehlung für aussprechen, sondern euch einfach nur sagen, hallo und im Übrigen gibt's da und da guckt doch mal vorbei. Aber vielleicht entdeckt ihr ja irgendwas in der Liste, was ihr schon mal irgendwie selber gesehen habt, beziehungsweise wo ihr schon mal selber was gekauft habt und vielleicht auch einfach sagen könnt, ist toll oder ist totaler Mist, dann kennzeichne ich es auch gerne als solches. Also wahlweise dann irgendwie, keine Ahnung, kann ich mir noch überlegen, wie ich es unterteile, so in Empfehlungen und absolute No-Gos oder so. Ja. Zum Beispiel sowas wie HQ Hair ist mir halt auch ein Begriff. Da gab es ja wohl offensichtlich auch eine Zeit lang reges Hin und Her und Probleme so mit Lieferungen und ja, schon bezahlt, aber noch nichts erhalten und ewig und 3 Tage Diskussion. Kann ich, wie gesagt, alles nur vom Lesen von anderen Blogs irgendwie so wiedergeben, weil ich da selber bis jetzt noch nicht bestellt habe. Da sind eben die anderen beiden Shops, Feel Unique und Look Fantastic, für mich eher der Anlaufpunkt. Und da muss ich auch sagen, da lohnt sich auch zwischen den beiden Seiten einfach mal die Preise zu vergleichen. Das ist auch immer ganz interessant, weil ab und an gibt es dann eben doch Abweichungen, wo man bei der anderen dann was sparen kann. Und da, wie gesagt, ihr keine Versandkosten zahlt, hält einen ja auch nichts davon ab, das eine da und das andere dort zu bestellen. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es jetzt erstmal dabei. Und ja, wie gesagt, dieser kleine Versuch ist nichts ohne euch, deswegen hoffe ich doch darauf, dass ihr Lust habt und auch Zeit, da einfach mitzumachen, euch hier rege zu beteiligen, denn ich denke, da haben wir alle was von. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, einen schönen Abend und auf wie geht's. Tschüss!